Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Paralympic Report Tag Nummer 4. Und da war richtig was los heute. Reiten, Schwimmen, Radfahren, Leichtathletik, Rollstuhltennis und Tischtennis waren angesagt. Und hier kommen die schönsten Bilder dazu. An unserem Medaillenspiegel hat sich nichts geändert. Nach wie vor glänzt die silberne von Pepo Puch. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja in den nächsten Tagen die eine oder andere Medaille dazu. Die Leistungen heute waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Zum Beispiel Julia Schankale-Pore hat es geschafft ins Dressurreitfinale, nämlich zur Kür. Die wird am Montag wieder im Einsatz sein. Über 200 Meter Freistil beim Schwimmen. Janina Falk, 10. Platz mit einem Personal Best. Gratulation. Beim Radfahren auf der Bahn, 500 Meter Zeitfahren. Yvonne Marzinke, einen 8. Platz geholt und ein Personal Best. Und noch dazu einen neuen österreichischen Rekord gefahren. In der Leichtathletik bei seinem 6. Antreten bei Paralympics. Thomas Geierspichler im Finale gewesen und hat dort den 6. Platz geholt. Ebenfalls ein Seasonal Best, also lauter ganz, ganz tolle Höchstleistungen. Nicht ganz so gut war es heute beim Rollstuhltennis. Leider mussten sich in der ersten Runde all unsere Spieler verabschieden. Also Nico Langmann, Martin Legner, Thomas Flachs und auch Josef Riegler im Einzel nicht mehr dabei, aber ab morgen dann wieder im Doppel im Einsatz. Und beim Tischtennis, da hat es Christian Gardosch ins Viertelfinale geschafft. Das heißt, der kämpft ab morgen dann vielleicht sogar schon um eine Medaille, denn das Semifinale wird am selben Tag wie das Viertelfinale gespielt. Und Christian Gardosch wird später dann noch zu Gast bei uns sein, und zwar live im virtuellen Österreichhaus in Tokio. Ebenfalls mit dabei Peter Franzl von der Firma Otto Bock und unser Schwimmer, Andi Ehrenhofer. Andreas Ehrenhofer, ich bin österreichischer Paraschwimmer und das Schwimmen ist meine große Leidenschaft. Das Gefühl im Wasser ist für mich geil, weil ich keinen Rollstuhl brauche. Ich habe ihn sonst die ganze Zeit bei mir. Die Zeit, wenn ich im Wasser bin, bin ich einfach frei davon, sage ich jetzt einmal. Man kann schon fast sagen, es ist wie Fliegen. Dein Training ist hart, es ist nicht immer schön, wenn ich im Wasser bin. Aber ich liebe es im Endeffekt. Also auch wenn man im Training einmal raunzt, dass es anstrengend ist, aber im Endeffekt mache ich es sehr gern. Der Sport hat mir da immer Ziele gegeben, auf die ich hintrainieren kann. Und hat mir sehr geholfen. Sehr cooler Typ. Und jetzt live zugeschaltet, direkt aus Tokio. Andreas, wenn du mich hören und sehen kannst, dann gib mir bitte ein kurzes Zeichen. Hallo Markus, danke schön. Liebe Grüße nach Österreich. Du bist ja für mich einer der fleißigsten hier bei den Paralympic Games. Du bist 6-mal im Einsatz. Und da ist es natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, wie es dir im Moment geht. Aber du wirkst frisch und locker. 2 Bewerbe hast du schon hinter dich gebracht. Wie ist das werte Wohlbefinden? Ja, danke schön. Also ich habe mir gedacht, ich nutze es gleich aus, wenn ich da bin, und nehme gleich alles mit, was geht mit den 6 Bewerben. Das Wohlbefinden ist super. 2 Bewerbe habe ich schon hinter mir. Heute habe ich zum Glück einmal wieder einen regenerativen Tag gehabt. Deswegen vielleicht auch wieder ein bisschen Farbe im Gesicht zurückbekommen. Aber es ist großartig, die Stimmung ist richtig geil, es motiviert und ich freue mich schon auf jeden Fall auf die nächsten Starts wieder.
Das glaube ich dir aufs Wort. Du bist eines meiner absoluten Highlights. Also ich folge dir ja auf Instagram und da geht es richtig ab. Du hast zum Beispiel nach deinem 8. Platz geschrieben, du wirst diesen Tag niemals in deinem Leben vergessen. Und man spürt so richtig diese Euphorie und diese positive Stimmung. Ist die auch nach den Strapazen des zweiten Wettbewerbs immer noch da? Ja, voll. Also beim ersten Mal war es natürlich ganz, ganz besonders, weil die Paralympische Bühne nochmal was Besonderes ist und dass ich da wirklich so einen optimalen Start geschafft habe und gleich ins Finale gekommen bin. Das waren unglaubliche Emotionen, du hast also angesprochen, die Stimmung. Ich habe dann direkt auf Facebook auf meinem Kanal ein Video gepostet, wo ich meine Emotionen direkt nach dem Finale geteilt habe. Das ist unglaublich abgegangen. Ich bin da wahnsinnig dankbar an die vielen Nachrichten aus Österreich, die mich da erreichen. Das motiviert mich dann auch weiterzumachen und gibt mir die Bestätigung, dass es das Richtige ist, was ich tue. Und ja, gestern war es dann eigentlich ein Wunder, also dass ich dann im Finale dann so schnell regeneriert bin und fürs nächste Training gleich wieder hergerichtet war. Da habe ich einen riesen Dank an meinen Physiotherapeuten, der mich bis spät in die Nacht therapiert hat, damit ich wieder fit bin. Und ja, arg, dass ich dann nochmal einen österreichischen Quad geschwommen bin, auch wenn es leider knapp nicht fürs Finale gereicht hat. Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden, es passt alles. Und ja, gibt auf jeden Fall Lust für die nächsten Bewerbe dort wieder Rekorde rauszufetzen. Das ist die perfekte Einstellung und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das passieren wird, weil wenn man auf dieser emotionalen Erfolgswelle schwimmt, dann ist das einfach richtig fein. Ja, zahlt sich wirklich aus, dem Andreas Ehrenhofer auf Instagram zu folgen, das kann ich an dieser Stelle nur erwähnen, das ist ein absolutes Highlight und du hast das kurz erwähnt, österreichischer Rekord beim ersten Antreten gleich ins Finale gekommen. Wie können wir uns so deinen täglichen Ablauf vorstellen, wenn man sagt, also 6 Bewerber, ja, das ist ja ziemlich arge Strapaz, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja, vor allem zwischen ersten und zweiten Rennen, da war ganz, ganz wenig Zeit, ja, und die Regeneration ist dann natürlich extrem wichtig. Gleichzeitig versucht man natürlich, in jedem Bewerb dann on top zu sein und hast du da im Vorfeld schon akribisch genau Pläne gemacht oder wie bereitet man sich auf sein Mammutprogramm vor? Ja, es ist natürlich tough, also es wird schon reichen, wenn man sich nur auf einen Bewerb vorbereiten müsste. Mit 6 Bewerben wird es dann dementsprechend schwieriger. Ich habe da Gott sei Dank riesen Unterstützung von meinem Team. Also man sieht natürlich immer nur mich, aber da stecken viele Leute dahinter, die sich was überlegen, wie man mich in Topform bringt. Und ja, es ist im Prinzip, habe ich da gerade meine mentale Seite, sage ich immer, ist meine Geheimwaffe. Ich habe das so, ich beschreibe es immer gerne als Art Drehbuch, die da bei mir abläuft. Im Prinzip ist da alles genauestens geplant, vom Abend vor dem Wettkampf eben bis zu nach dem Wettkampf. Und im Idealfall kann mich dann nur wenig überraschen. Ganz genau durchplanen kann man es natürlich nicht. Aber so habe ich dann einen Ablauf, den ich immer durchgehe. Ganz wichtig natürlich auch Essen und Vorbereitung, Einschwimmen und so weiter. Mentale Vorbereitungssachen. Und ja, dann natürlich, wenn es darauf ankommt, die Bestleistung abzuliefern. Jetzt ist es aber natürlich so, dass du keinen Einfluss auf die Wettkampfentscheidungen hast, wann welcher Wettkampf ausgetragen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest zwischen ersten und zweiten Wettkampf im Idealfall ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre. Wie schaut es denn aus für die verbleibenden Wettkämpfe? Wo musst du ein bisschen adaptieren oder wo sagst du, das wird ein bisschen haarig oder der Bewerb ist mir extrem wichtig, da gehe ich es vielleicht ein bisschen ruhiger an bei einem der anderen Bewerbe oder sagst du einfach volles Rohr, jeden Wettkampf, wo ich dabei bin, versuche ich einfach Vollgas zu geben, auch auf die Gefahr hinauf, dass ich dann vielleicht beim 5. oder 6. schon ein bisschen einen Kraftverlust habe. Ja, du sagst es. Also wenn ich es mir wünschen hätte können, hätte ich mir natürlich zwischen jedem Bewerb immer einen Tag Pause gewünscht, dass ich da ein bisschen regenerieren und mich erholen kann. Aber man kann es sich eben nicht aussuchen. Es war auch ein bisschen unglücklich, dass der erste Bewerb gleich am ersten Tag war, weil es sonst schon angenehm ist, wenn man mal vielleicht einen Bewerb hat, wo es nicht ganz so wichtig ist, dass man mal in das Ganze reinkommt, dass man weiß, wann man wo sein muss, wie die Wege dort ausschauen, wie lange was dauert. Das war schon mental eine sehr große Herausforderung, da gleich am ersten Tag voll abzuliefern. Das ist mir zum Glück gelungen, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Und die weiteren Bewerbe sind jetzt dann wieder die nächsten Tage aufgeteilt. Ich mache mir aber jetzt nicht so viele Gedanken drüber. Du hast gesagt, ich kann es selber nicht beeinflussen. Und ich denke jetzt, wo es wirklich so kurz vor knapp ist, lieber an die Sachen, die ich beeinflussen kann und mache die Dinge, die mich wirklich noch pushen, als dass ich mir jetzt Gedanken mache, ob ich jetzt nach einem Bewerb müder bin oder ob das vielleicht schlecht ist, dass es hintereinander ist. Also da bin ich mehr der sich darauf konzentriert, was ich gut machen kann, als dass ich mich über Sachen ärgere, die ich sowieso nicht ändern kann. Was sehr, sehr auffällig ist dieses Jahr, finde ich, dass die Konkurrenz unfassbar stark ist. Also das betrifft eigentlich alle Bewerber bei den Paralympics, aber ich finde, gerade in den Schwimmbewerben hat man den Eindruck, also dass da mittlerweile auf einem Niveau geschwommen wird, das seinesgleichen sucht. Ich meine, wir sind beim drittgrößten Sportevent der Welt, also
Kein Wunder eigentlich, aber du hast das ja über die letzten Jahre auch mitverfolgt. Hättest du erwartet bei deinen ersten Paralympics, dass wirklich der Level so hoch angesetzt ist, jetzt in allen Bewerben? Ja, es ist wirklich ganz, ganz arg. Also man weiß natürlich im Vorhinein, wenn man die Paralympics fährt, dass es wirklich das Top-Niveau ist. Man schwimmt mit den Besten der Besten der Welt und jeder ist in Bestform. Also das ist wirklich das höchste Level. Ja, dass das Niveau gestiegen ist, einerseits natürlich schön, man möchte natürlich immer schneller, immer höher, immer weiter. Für mich ist es blöd, wenn die Gegner immer schneller werden, im besten Fall würden sie schneller werden. Das wäre praktisch. Aber so spielt es nichts, aber so bleibt es natürlich auch spannend, wenn jeder immer schneller wird und man sich dann auch schaut, wer hat sich wo verbessert. Was aber auch ganz überraschend ist, dass gerade bei uns beim Schwimmen auch sehr viele Neue dabei sind. Also ich bin jetzt doch schon seit mehreren Jahren international unterwegs und kenne die Top 10 eigentlich jeden sehr gut. Aber da kommen auf einmal junge Menschen, die ich vorher noch nie erlebt habe, und halten mit uns mit, die seit Jahren dabei sind, und auch andere, die seit 20 Jahren dabei sind, und hetzen die wirklich voll. Also das hat sicher auch eine Überraschung, was jetzt mit der Pandemie gekommen ist, weil diese jungen Leute jetzt einfach noch keine großen Wettkämpfe gehabt haben. Das kennt man die nicht und das sind jetzt so volle Überraschungskandidaten. Das ist auch was, was man jetzt im Vorhinein nie wirklich sagen kann, ob ich ein Finale erreiche oder ob ich ein Medaillenkandidat bin. Und dann, wenn man irgendein Junge daherkommt und eine Zeit rausfetzt, die man noch nie gesehen hat, und denen ist natürlich auch zum Vergönnen. Also, dass die da bei ihrem ersten Großevent gleich so abliefern, das ist auch nicht nix, das muss man dann auch anerkennen. Und ich liebe es auf jeden Fall, dass da wirklich die Routinees, die seit 20 Jahren dabei sind, die ich da seit 5 Jahren schwimme, und Leute, die jetzt das erste große Event haben, alle wirklich auf Top-Niveau sind. Und das ist aber, glaube ich, auch das Schöne, was ja bei den Paralympics ist, dass man da wirklich jeder seine Top-Leistung abrufen will. Und wenn es dann klappt, ist jeder natürlich extrem glücklich. Aber man hat den Eindruck, du bist einer, der den Wettkampf genießt. Das heißt, du trainierst wirklich für die Wettkämpfe und dir taugt es einfach, ja? dich da mit anderen konkurrieren zu können. Das ist nicht zu übersehen. Da habe ich gleich eine Frage dazu. Wie ist denn das, wenn die Bahnen ausgelost werden? Orientiert man sich da an seinen Mitstreitern rechts und links zum Beispiel? Wie schaut das taktisch aus? Weil ich habe immer wieder gehört, beim Schwimmen ist es genauso wie auch beim Laufen, dass du nicht einfach nur vom Start weg Gas gibst, sondern dass da viele einzelne Faktoren dann auch mitspielen, ob man erfolgreich ist oder nicht, und dass die Taktik auch nicht zu unterschätzen ist. Wie kann man sich das vorstellen als Laie? Ja, also ganz blöd gesagt, muss man natürlich immer auf seiner Bahn geradeaus und vielleicht auch wieder zurückschwimmen, je nachdem wie lange man schwimmt. Und was links und rechts passiert, ist in Wirklichkeit wurscht. Also mein erster Gegner bin immer ich selber. Im Prinzip muss ich mich selber schlagen, muss über meine Grenzen hinausgehen, und wenn ich das schaffe, dann kommt eine gute Zeit raus. Und erst wenn ich mich eben selber besiegt habe, dann kann ich schauen, wie sind die anderen geschwommen und was haben die für eine Zeit. In der Praxis ist es dann natürlich wieder ein bisschen anders. Also man hat das meistens schon im Auge, was links und rechts von einem passiert. Und ja, du sagst, also ich bin auf jeden Fall ein Wettkampftier. Ich liebe das, diese Emotionen, die Nervosität, die Spannung im Körper, das ist für mich alles so geil. Und ich wandle das dann so lässig in Leistung um. Also ich kann im Training nie so schnelle Zeiten schwimmen wie in einem Wettkampf, weil einfach diese Grundspannung nicht ganz da ist. Und ja, wenn dann natürlich auch noch ein knappes Rennen ist und neben dir ein ehemaliger Weltmeister so schwimmt und du bist ganz knapp dran, dann schaltet sich immer hier in irgendwas um, ich weiß es nicht, das kommt noch einmal so ein Energieschub und ich will ihn unbedingt schlagen. Obwohl ich in der Theorie von den Zeiten vielleicht weiß, dass der schnell ist als ich, aber das ist mir in dem Moment sowas von egal. Ich will ihn einfach nur überholen und gebe Vollgas, das ist dieses Wettkampffeeling. Und ja, aber man kann sich halt eben nicht aussuchen, in welcher Bahn man schwimmt und neben wem man schwimmt. Manchmal ist es ein Vorteil, manchmal ist es vielleicht ein bisschen ein Nachteil. Aber wie gesagt, im ersten Teil muss man auf jeden Fall mal sich selber schlagen und dann kann man erst auf die anderen schauen. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil genau wie du es beschrieben hast, ja, natürlich bist du zuerst dein eigener Gegner, aber es gibt dann einfach so Momente, und das hat man bei Topsportlern immer wieder gehört, wo sich dieser berühmte Schalter einfach umlegt und so wie du sagst, da ist er dann egal, ja, ist das ein Weltmeister oder sonst was, ja, den will ich mir jetzt holen. Und ich glaube, das macht den Sport dann schlussendlich auch so schön. Jetzt hast du natürlich mit deinem Mammutprogramm relativ wenig Zeit für andere Dinge als jetzt nur das Schwimmen. Hast du geplant, vielleicht später mal wieder nach Tokio zu kommen, um dir ein bisschen mehr ansehen zu können, als das jetzt der Fall ist? Auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr schade, dass wir da nicht noch mehr sehen. Aber andererseits, du sagst, mit meinem Mammutprogramm hätte ich sowieso keine Zeit, dass ich mir da jetzt ein bisschen Sightseeing anschauen würde und durch die Stadt gondel. Also es reicht so schon. Aber als ich in der Schwimmhalle war, das Erste, was ich gesagt habe, war: Die Halle ist gigantisch, die Ränge sind riesengroß, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, dass es vielleicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren
ich meine, mal eine Weltmeisterschaft hier gibt in Tokio, im Idealfall dann auch wieder mit Zuschauern, weil ich das wirklich gerne erleben würde, in diese Halle einzufahren, im Idealfall in einem Finale, wenn da wirklich die Halle voll ist und die Hütte bebt und volle Stimmung, volles Rohr, der Busch schießt in die Ohren. Man weiß gar nicht mehr, was man machen muss. Und das ist einfach nur mehr dieser automatische Ablauf, dass man Vollgas gibt. Ja, voll. Allein wie du es beschreibst, kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade einer wie du ja unter solchen Voraussetzungen dann nochmal einen drauflegen kann. Deshalb drücke ich dafür das die Daumen. Eine letzte Frage. Ja, wenn jetzt die Paralympischen Spiele dann vorbei sind und du ein bisschen Zeit hast zum Relaxen, was schwebt dann da so vor? Was wirst du machen? Buch lesen, an den Strand fahren, keine Ahnung, wie ist das beim Andreas Ehrenhofer, wenn er Zeit hat? Ja, das muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, mein Trainer hört jetzt vielleicht ein bisschen kurz weg. Ich freue mich schon, wenn jetzt ein paar Tage ohne Schwimmen dann sind. Das sind jetzt doch wirklich taffe Jahre. Wir haben schon gesagt, dass wir sicher 2, 3, vielleicht, wenn ich Glück habe, sogar 4 Wochen frei machen, wo ich wirklich nicht unbedingt ins Wasser muss, sondern vielleicht nur Alternativsportarten betreibe, um fit zu bleiben. Ich werde auf jeden Fall mal zu Hause sein und ja, im Idealfall dann vielleicht noch einen kurzen Urlaub einlegen. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie international die Lage ist, wo man Urlaub machen kann und wo man vielleicht nicht hin soll. Im Zweifelsfall auch in Österreich vielleicht ein paar Tage wegfahren, mit der Familie die Zeit genießen und ja, alles, was das restliche Jahr hinten ansteht, dann auf jeden Fall auch mal wieder bevorzugen und auf jeden Fall auch meine Jungs bei der Feuerwehr wieder besuchen. Das klingt doch richtig gut. Ich freue mich schon auf deinen Urlaubsmodus, aber natürlich erst nach dem 6. Bewerb. Wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast und werden uns natürlich all deine Bewerbe anschauen und sind schon sehr gespannt, was da noch passiert. Der Start war ja schon sensationell und vielleicht kannst du sogar noch ein bisschen was drauflegen. Wir drücken dir die Daumen. Vielen Dank, ganz liebe Grüße nach Österreich und ich würde mich wirklich freuen, wenn es am Morgen die Daumen drückt, dass ich nochmal ins Finale komme. Tschüss, mein lieber Papa. Und wir bleiben auch gleich in Tokio und widmen uns jetzt einem ganz, ganz wichtigen Partner des ÖPC, nämlich Otto Bock. Wir haben am 17. August schon aufgemacht. Wir haben jetzt pro Tag so um die 100 Reparaturen, insgesamt schon 750 Reparaturen erledigt. Ich habe 106 Mitarbeiter hier aus 22 Nationen. Tatsächlich habe ich so eine gemixte Aufgabe. Das ist ja für mich das erste Mal die Paralympics als Nichtathlet. Und so intensiv habe ich die Werkstatt auch nicht erlebt, obwohl ich die Werkstatt jeden Tag aufgesucht habe und weil das hier so immer der Dreh- und Angelpunkt ist zwischen den Athleten, den internationalen Athleten. Tatsächlich, die Aufgaben jetzt hier sind in der Werkstatt bei den Technikern zusammen so ein bisschen die Lösungen zu finden, die zwischen Athlet und dem, was möglich ist, passen. So, manchmal ist die Theorie nicht immer so gut wie die Praxis und da bin ich froh, dass ich als Athlet meine Erfahrung hier mit einbringen kann. Ich habe noch nichts gesehen, was nicht repariert wurde. Wir können nähen, wir können schweißen, wir können schleifen. Tatsächlich habe ich bis jetzt noch keine Reparatur gesehen, die wir nicht machen konnten. Wir fangen immer so 2 Jahre vorher an, mit den Organisationskomitees zu planen. Wir machen ja so eine komplette orthopädietechnische Werkstatt hier. Plus wir haben in 12 Sportstätten selber in den Venues auch nochmal kleinere Reparaturzentren. Das muss eben alles geplant werden. Wir brauchen die richtigen Werkzeuge, die richtigen Materialien, die richtigen Ersatzteile. Haben insgesamt eben 17.000 Einzelteile hier mit am Start. Ich sage immer, bei den Paralympics gibt es nur 3 wichtige Sachen. Einmal, wo schläfst du, wo isst du und wo werden deine Passteile repariert. Für den Erfolg der Athleten ist diese Sicherheit der Werkstatt, dass einem immer geholfen wird, ist unglaublich wichtig. Otto Bock ist in Wien seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Unsere ganze Elektronikprothesen so werden da gemacht, großes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Wien, ein super wichtiger Standort. Und natürlich sind wir auch dort dem Paralympischen Sport verbunden und freuen uns da eben seit vielen Jahren tätig sein zu dürfen und freuen uns da auch in Zukunft noch aktiv zu bleiben. Ja, und da sitzt er auch schon, der Peter Franzl, mit einer original paralympischen Fackel in der Hand. Peter, servus, kannst du mich hören und sehen? Jawohl, grüß dich. Kann ich gut hören und gut verstehen. Das freut mich. Du hast eine Fackel in der Hand, oder? Von diesen Paralympischen Spielen. Genau. Warum? Das will ich jetzt wissen. Das ist eine der Fackeln, die beim Fackellauf im Einsatz war und die zum Schluss auch damit dazu geführt hat, dass eben das paralympische Feuer hier im Stadion entzündet wurde. Wir als Partner der Spiele hier in Tokio
hatten die große Chance, dass wir eben zwei dieser Fackelslots hatten. Da sind Kollegen von mir von Ottobock Japan mitgelaufen. Ich habe die jetzt bekommen, damit ich sie hier euch mal zeigen kann, wie diese Fackel, Originalfackel ausschaut. Ja, und die sieht richtig gut aus. Ich finde es immer wieder spannend, dass ihr so viel abdeckt. Also man kennt die Firma Ottobock natürlich kennt die Sparten, in denen ihr tätig seid, aber da gibt es immer wieder neue Nischen, die auftauchen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal umreißen, was denn Ottobock so alles zu tun hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio. Sehr gern. Wir sind ja ein langjähriger Partner des Paralympischen Sports. Seit 1988 bei den Spielen in Seoul kümmern wir uns um die Ausrüstung der Athleten. Und das für alle Athleten aller Nationen, ganz egal welche Produkte, die haben, Orthesen, Rollstühlen, Sportgeräte, Sportrollis, Rennrollis, auch diese Wurfstühle, die man für Diskus und Kugelstoßen braucht, ganz egal welcher Hersteller. Die kommen zu uns in die Werkstatt, wir schauen uns das Problem an, haben eben ein großes Team da, wir können ganz, ganz viel reparieren, verschiedenste Werkzeuge da und kümmern uns darum, dass das Material in Ordnung ist, dass das Equipment sauber läuft und die Sportlerinnen und Sportler sich voll und ganz auf ihre Wettkämpfe konzentrieren können. Also ein klassisches Dienstleistungs-Service-Unternehmen mit unfassbarem technischen Know-how. Ich hoffe, du hast auch eine Sportprothese mal mitgebracht. Ich habe mal das Glück gehabt, so eine angreifen zu dürfen. Da steckt ja schon so viel Technologie drinnen, das ist unglaublich. Und sehr gut. Ich sehe gerade, du hast eine dabei. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz mal erzählen, wie das denn alles funktioniert. Und ich übergebe einfach an den Experten, weil mir bleibt jedes Mal nur staunend der Mund offen. Sehr gern. Hier haben wir eine Sportprothese, die fürs Laufen konzipiert ist, also eine für einen Oberschenkel amputierten Athleten, Athletin. Wir haben hier oben den Schaft, da wo die Verbindung zum Menschen, zum Stumpf, das muss eben haargenau angepasst werden, das ist absolut individuell, damit das wirklich 100% passt. Das ist wie so ein Schuh oder Handschuh, das muss ganz, ganz dicht am Körper sitzt, dass man auch im Laufen nicht verliert. Dann haben wir ein Kniegelenk drunter, dass der leicht schwingt, dass es eben wichtig ist beim Laufen, dass das schnell wieder nach vorne kommt, dass man den nächsten Schritt aufsetzen kann. Und dann ist eben eine Carbonfeder hier darunter, die diese Form hat. Diese Carbonfeder ist jetzt nicht so, dass sie einen antreibt, sondern die gibt einfach einen Teil der Energie zurück, die man reinsteckt. Und hier unten einfach noch eine Sohle, wo dann Spikes eingeschraubt werden, um eben den optimalen Grip auf der Tatanbahn zu haben. Und dieses Individuelle, das du angesprochen hast, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch für verschiedenste Sportarten unterschiedlichste Prothesen, genauso wie du es auch also bei den Rollstühlen schon anklingen hast lassen. Je nach Sportart, eben ob jetzt Tennis zum Beispiel oder Wheelchair Rugby oder auch die Basketballspieler, da hat ja jeder individuelle Bedürfnisse. Wodurch unterscheiden sich diese Sachen? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben? Also wir sehen hier natürlich ganz, ganz viel Material, was kommt, wie du richtig sagst, bei verschiedensten Sportarten kommen unterschiedliche Sachen zum Einsatz. Jetzt haben wir hier Laufprothesen gesehen für den Weitsprung, sind in der Leichtathletik dann nochmal andere Formen kommen zum Einsatz, wenn man da andere Anforderungen hat. Im Rollstuhlbereich haben wir eben für Basketball, Tennis, Rugby auch wieder unterschiedliche Formen, unterschiedliche Sitzhöhen, unterschiedliche Versteifungen. Rugby ganz ein rauer Sport, wo die Rollstühle da gegeneinander krachen und das muss sehr, sehr stabil sein. Beim Tennis wiederum muss der Rollstuhl sehr, sehr wendig sein. Man muss sich schnell drehen können, schnell stoppen können. Da gibt es eben die unterschiedlichen Anforderungen. Wir sehen eben hier, da ganz, ganz viel Material aus der ganzen Welt zu uns kommen und meine Techniker müssen dann immer wieder entscheiden, wie können wir sowas reparieren, wenn da irgendwelche Schäden auftreten. Jetzt arbeitet ihr ja auch mit Athletinnen und Athleten zusammen, die vielleicht ihre Karriere beendet haben und dann sagen, pass auf, ich kann jetzt da die Informationen und das Know-how, das ich ja über die Jahre mir angeeignet habe, mit einfließen lassen. Ist das auch vielleicht so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von euch? Ist durchaus, gell? Also wir haben immer wieder engen Kontakt zu den Athleten, schauen immer wieder, wen wir da unterstützen können und kriegen natürlich auch ganz, ganz viel Feedback. Es ist auch so, dass sie da natürlich in der Sportprothetik oder bei den Rollstühlen eine Weiterentwicklung stattfindet, wo wir das direkte Feedback bekommen. Andererseits ist es auch faszinierend, solche Menschen, die paralympische Athletinnen und Athleten sind, dann in Unternehmen zu haben, die ihre Begeisterung, ihren Enthusiasmus für den Sport mit ins Unternehmen reintragen. Also das ist einfach ganz was Tolles. Jetzt abschließend vielleicht ganz kurz für
junge Menschen, die im Rollstuhl sitzen und jetzt vielleicht diese Sendung anschauen. Wie ist denn so dieser erste Schritt, um in Kontakt mit euch treten zu können? Was sollte man tun, was kann man tun, um hier nähere Informationen zu bekommen, dass man bei der Lieblingssportart beispielsweise dann mehr Unterstützung findet mit euren Produkten? Also ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal bei Talent Days, des ÖPCs, den wir gemeinsam mit ÖPC machen, teilzunehmen und dort einfach nochmal schauen, welche Sportart ist die richtige, was kann man denn alles machen. Und wenn man dann so ein bisschen sich mit dem Thema Sport und Bewegung beschäftigt hat, dann kann man schauen, welche Richtung man geht, ob das Sommersport ist, Wintersport, welche Möglichkeiten es da gibt. Und dann auf dem Weg findet sich dann die Möglichkeit, wie man das optimal mit Produkten dann ausstatten kann. Das heißt, auf der Seite des Österreichisch Paralympischen Komitees, also auf oepc.at, einfach mal reinschauen. Diese Talent Days sind eine super Sache, sind ein echter Gewinn, vor allem für alle jungen Sportlerinnen und Sportler. Und einen weiteren echten Gewinn habt ihr uns auch zur Verfügung gestellt, nämlich einen wunderbaren Otto Bock Rucksack mit ganz, ganz tollen Preisen drinnen. Die könnt ihr gewinnen, wenn ihr auf unseren Social Media Kanälen einfach ein bisschen Acht gebt und schaut. Da ist dann wirklich viel dabei, wofür es sich auszahlt und lohnt, mitzuspielen. Ganz, ganz tolle Sachen. Was genau in diesem Rucksack drinnen steckt, das werden wir noch bekannt geben, und zwar auf Facebook und auf Instagram. Aber da sind viele Überraschungspakete dabei und echt schöne Preise. Also unbedingt mitmachen, unbedingt dabei sein. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die Firma Otto Bock, die uns diesen Rucksack zur Verfügung gestellt hat. Unter anderem sind da auch richtig coole Sonnenbrillen mit dabei. Also zahlt sich auf jeden Fall aus, mitzuspielen. Und jetzt darf ich dich noch ganz kurz fragen, wie läuft es denn im Moment in Tokio? Gibt es viel für euch zu tun, nehme ich an, oder ist alles easy cheesy im Moment und läuft alles wie geschmiert? Ja, es läuft wie geschmiert, aber wir haben natürlich auch viel zu tun. Ich habe ein Team hier von 106 Technikern aus 22 Ländern, die sich um die Sportgeräte kümmern. Entschuldige, wie viel kannst du das nochmal sagen? 106 Techniker aus 22 Ländern haben wir dabei. Ja, grüß Gott. Neben der Werkstatt, die im Paralympischen Dorf ist, unsere größte Werkstatt, betreiben wir auch noch in 12 Endios, also direkt an den Sportstätten, kleinere Reparaturzentren, wo wir kurz vor dem Wettkampf oder auch während dem Wettkampf dann nochmal zur Seite stehen können, nochmal bei dem Rollstuhl Luft aufpumpen können, kleinere Sachen reparieren können, dass wirklich die Athletinnen und Athleten sich voll und ganz auf ihren Wettkampf konzentrieren können. Bis jetzt haben wir, also ich habe gerade vorhin mal geschaut in der Werkstatt, wir haben bis jetzt 950 Reparaturen ausgeführt und erledigt. Das heißt, 950 Athleten haben ein Problem weniger, und das ist eine schöne Sache. Gell? Also das ist ein sensationelles Schlusswort. Das war mir nicht bewusst, ja, dass ihr in dieser Größenordnung unterwegs seid. Und so wie du sagst, also wenn 950 Athletinnen oder Athleten jetzt am vierten Tag schon ein Problem weniger haben, dann kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Und wir freuen uns sehr, dass ihr die Paralympics so unterstützt und natürlich auch ein Partner des ÖPC seid. Und Peter, ich wünsche euch noch viel Arbeit im positivsten Sinne. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und toi, toi, toi für den Rest der Paralympischen Spiele. Schöne Grüße nach Tokio. Dankeschön, schöne Grüße zurück. Und von der Firma Otto Bock geht's direkt weiter zu unserem nächsten Athletenporträt. Hier ist alles, was Sie über Christian Gardosch wissen müssen. Was ist so eine Spielsportart? Eine Einzelsportart, eine Schnelligkeit, Geschwindigkeit, Geschicktheit, Ballgefühl. Und das fasziniert mich. Mein Name ist Christian Gardosch, seit 2015 Paratischtennisspieler. Ich wohne in Stubaital. Also meine Eltern sind beide Tischtennisspielerin und Trainerin gewesen. Und dadurch war eh nicht anderes von uns mit meinem Bruder zu erwarten. So sind wir zum Tischtennis gekommen. Und seit unserem 4., 5., 6. Lebensjahr spielen wir Tischtennis. Also ich habe mit meinem Bruder lange mit einer gleichen Mannschaft gespielt. Wir waren ein sehr erfolgreicher Doppelpartner. Nach einer bestimmten Zeit ist es auseinandergegangen, weil der Stanley Fratzi gesehen hat, dass ich nicht mehr so spiele, wie früher gespielt habe. Er hat mich gefragt, was los ist. Die Anfangszeit war so, dass ich immer Schmerzen gehabt habe, ständige Schmerzen. Wir wussten nicht, woher das kommt, was dagegen machen können. Später haben wir einen Arzt gedeckt, als mir gesagt hat, dass es eine Hüftarthrose ist. Für den Kopf war es sehr schwer zu akzeptieren, dass ich die Bewegungen, was früher gemacht habe oder machen könnte, das nicht mehr geht. Mit der Zeit habe ich daran gewöhnt, und jetzt akzeptiere ich, und ich bin froh, wenn ich ein paar
Punkte so spielen kann wie früher. Was mich motiviert, ist erst Spaß. Zweitens ist die Medaille, was mir fehlt, das ist die Medaille von der Europameisterschaft. Es wird so lange gespielt, dass es mein Körper das zulässt. Naja, da geht schon ordentlich was weiter beim Christian Gardasch. Gratulation zum Einzug ins Viertelfinale an dieser Stelle. Dankeschön. Wie geht's dir in Tokio? Fühlst du dich wohl? Danke. Alles gut? Ja, ich muss ehrlich sagen, das passt alles. Also der ganze Jetlag habe ich relativ gut überwindet. Und das heute gestern und vorgestern habe ich ein bisschen schlecht geschlafen. Also relativ früh war ich wach. Aber sonst ist alles also wunderbar. Wie zufrieden bist du mit deinen Leistungen bisher? Ich meine, das Viertelfinale erreicht, das ist schon mal schön. Aber jetzt rein vom Gefühl her, vom Touch, fühlst du dich wohl auf der Tischtennisplatte? Momentan noch nicht. Also gestern habe ich diese Partie verloren und das hat wehgetan, dass ich nach 1:10-9 das nicht zumachen könnte. Das hat ein bisschen wehgetan. Und heute wusste ich eh, um was geht, um weiterzukommen. Habe ich irgendwie geschafft, aber ich war auch überhaupt nicht mit meiner Leistung zufrieden. Also nach dem ersten Satz war ich ein bisschen so enttäuscht. Oh, okay, wie kann ich jetzt noch 3 Sätze gewinnen? Was muss ich jetzt alles noch bringen, dass knappe Sieg rauskommt? Aber der Trainer hat mir auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen und dadurch könnte ich das mit knappe Punkte gewinnen. Aber ich sagte, ich bin ein klassischer Positivdenker. Ist doch super, wenn du so weit kommst, obwohl du noch nicht dein bestes Tischtennis spielst. Was passiert erst, wenn Christian Gardasch dann auf dem Level ist, den er spielen kann? Das sind doch gute Aussichten. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, dass du rechtzeitig den Hebel so umlegst, dass du auch aus deiner Sicht dein bestes Tischtennis spielst. Aber das ist dir ja früher auch schon öfter gelungen. Und ich glaube, oder sagen wir mal so, warum soll es nicht so sein morgen? Ja, das müssen wir sehen. Und ich habe auch immer gesagt, dass immer schön langsam im Turnier mein bestes ausrufen zu können. Einsteigen und desto später du besser spielst, das heißt immer, dass du nicht mehr weiterkommst, irgendwie weiterkommst und vielleicht bei den Finalspielen kannst du deine Bestes geben. Und schauen wir mal morgen, wie das vielleicht mein Zustand wird ein bisschen besser. Mein Ballgefühl kommt, das wird dann das vierte Spiel in dieser großen Halle sein. Das hilft wahrscheinlich auch ein bisschen, werden wir sehen. Wie ist es denn generell, wenn man in so einer großen Halle spielt? Ja, hat das einen Einfluss auf das Sprungverhalten des Balls zum Beispiel, wie man dem Ball einen Schnitt geben muss? Es ist ja unvorstellbar, viele unterschätzen das ja, beim Tischtennis ist das Material ja extrem wichtig. Ja, selbstverständlich. Also die Bälle kommen ganz anders wie bei einem Einspielhalle oder bei dem anderen Hallen, wo wir trainieren dürften. Und das muss man alles in Einbetracht nehmen und damit leben und damit diese Abwechslung eigentlich gut auszukommen. Und bei mir kommt es immer, ich brauche immer viel zu viel Spiel dazu, dass ich das, kapiere oder verstehe, dass die Bälle andere springen, nicht so weit oder raus springen. Und bei dem Service etc. Annahme, wie das annehmen soll oder weiterspielen soll. Und das ist immer bei mir eine lange Prozedur. Jetzt ist es ja auch so, dass in Tokio gerne mal die Hallen sehr stark runtergekühlt werden. Ich weiß nicht, wie die Temperatur jetzt bei euch ist, aber bei meinem letzten Besuch hatte ich so 15, 16 Grad in Erinnerung. Also wirklich sehr, sehr kalt, weil sie das Problem haben, dass wenn sie es 18, 19, 20 Grad haben, dass dann die Luftfeuchtigkeit so stark ist und dass dann wirklich alles ins Rutschen kommt. Wie ist das bei euch jetzt in der Halle im Moment? Also in der Halle ist, die Temperaturen sind ganz okay. Also die Luft ist eh relativ oben, also die Klimaanlage ist relativ oben und es ist nicht so unangenehm wie in Rio war. Ist alles sehr gut organisiert. Also ich denke, da haben wir keine Probleme. Schwitzen tun wir eh, weil außen ist sehr warm. Ich glaube, es sind 22, 24 Grad in der Halle und es ist in dem Sinne ist angenehm.
Okay, aber das klingt sehr gut, du hast es auch kurz angesprochen. In Rio, da warst du ja sehr erfolgreich, hast die Bronzemedaille geholt. Wenn du den ganzen Verlauf bisher so ein bisschen vergleichst mit dem bei den letzten Paralympischen Spielen, wo würdest du da die Unterschiede bzw. die Parallelen sehen? Naja, es ist 5 Jahre her und da hat sich bei mir auch sehr viel verändert in meiner Verletzung, in meiner Einschränkung. Und das muss man immer auf die Stimme darauf anpassen. Und ich fühle mich momentan nicht so sicher auf der rechten Seite. Und das fehlt, was in Rio anderes war. Wenn man jetzt konkret auf das Viertelfinale hinblickt, wie gut kennst du deinen Gegner und wie sehr wird sich dadurch auch das taktische Verhalten in eine gewisse Richtung bewegen? Also gegen ihn habe ich einmal gespielt, vor 2 Jahren, glaube ich, in Slowenien bei WM Viertelfinale. So habe ich, glaube ich, 3-0 gewonnen. Das war auch vor 3 Jahren. Also es hat sich in den letzten ein paar Jahren sehr viel verändert und er ist auch 3 Jahre älter geworden ist und er spielt auch anderes, ist auch gewachsen und seine Spielart ist viel unangenehmer, was ich jetzt gesehen habe, wie damals war. Und selbstverständlich muss ich meine Qualität auch abrufen können, dass ich wieder so eine Leistung bringen kann, vielleicht wie damals, vor 3 Jahren. Aber es wird sicher eine interessante Partie, weil wenn ich da meine Leistungen bringen kann, dann hat er auch schwer. Und da muss ich eigentlich immer unter Druck setzen und alles geben, weil es geht um Halbfinale einzuholen. Und, ja. Also wir sind schon sehr gespannt. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Spiel. Aber was vielleicht auch noch dazu kommt, mir ist zugetragen worden, dass Viertelfinale und Semifinale am selben Tag gespielt werden würden. Ist das irgendwo dann auch im Hinterkopf oder sagt man, nein, man fokussiert jetzt mal voll auf dieses nächste Spiel und erst danach konzentriert man sich auf die weiteren Aufgaben? Ja, sicher. Wir haben das so gemacht, dass erst Fokussierung auf das erste Spiel. Wenn das erste Spiel gut geht, dann tue ich also in der Früh zwei Trikots mehr in die Tasche rein, weil wir können nicht zwischen die zwei Spiele zurückkommen. Und es ist sicher schwer. Also nach dem ersten Spiel, falls ich gewinne, das zweite Spiel 4 Stunden drauf, ein zweites Spiel zu haben, ohne richtige Pause oder ohne richtige Erholung zu haben, ist sicher nicht einfach. Aber es ist halt so. In Rio war auch so damals. Und halt, im Finale habe ich erst verloren. Wir glauben an eine Welt, in der alle saubere Luft atmen. In der Brennstoffzellenfahrzeuge die Luft beim Fahren reinigen. Toyota, start your impossible. Start your impossible, das passt ein bisschen auch zu dir, Christian. Du bist ja selbst auch ein Toyota-Fahrer, meines Wissens. Was hast du für ein Gefährt? Ja, ich habe eine RAV4 Allrad, wo ich dadurch, dass ich in die große Berge wohne, 1002 Meter Seehöhe und wir haben relativ viel Schnee immer. Und da brauche ich Allrad und ich brauche relativ größeres Auto wegen meiner Hüfte ein- und aussteigen. Und selbstverständlich auch Hybrid, Automatik. Und die ermöglicht mir, egal ob jetzt 1 Meter, 2 Meter Schnee da liegt, ist überhaupt kein Problem und bringt mich A bis B immer sicher. Mobilität ist ja ganz, ganz wichtig, nicht nur an der Tischtennisplatte, sondern natürlich auch auf dem Weg zu internationalen Turnieren. Gibt es vielleicht, wenn wir jetzt an die Zeit nach den Paralympics denken, wo man vielleicht ein bisschen relaxen kann, gibt es da irgendeinen Flecken Erde, wo du noch vorhast, dann mit deinem RAV4 hinzufahren, ein bisschen ausspannen? Ja, selbstverständlich. Am Montag, wo ich zu Hause bin, bekomme ich meine neue RAV4, weil ich so viele Kilometer schon oben habe. Da mussten wir das austauschen und da hätten wir gerne nach Spanien gefahren zu meinem Bruder. Ob es noch ermöglicht wird oder ist das noch möglich, wäre es noch möglich, das werden wir erst sehen, später sehen. Aber Spanien ist im Ziel.
Gibt es irgendetwas, Christian, was du vielleicht an dieser Stelle noch nach Österreich schicken möchtest an Informationen oder an Grüßen? Ja, es möchte ich für alle Hilfe bedanken, was in meine letzten paar Jahre geholfen haben. Ich hoffe, dass morgen kann ich noch besser spielen und meine Leistungen abrufen. Und es ist 3.20 Uhr in der eurer Zeit in Wien, wo ich spiele. Ich weiß nicht, ob wie viele jetzt da aufstehen und mein Spiel ansehen wollen, aber hoffentlich drücken viele auf die Daumen. Ja, man kann ja sagen, es ist Freitagabend auf Samstag. Da kann man ja vielleicht, zumindest die Jüngeren, sagen, sie gehen vorher vielleicht noch kurz fort und lassen dann den Abend gemütlich zu Hause ausgehen mit dem Viertelfinalspiel von Christian Gardosch. Das wäre doch ein guter Plan für ein gelungenes oder für einen gelungenen Start ins Wochenende. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir drücken dir ganz fest die Daumen und wir wissen, dass du es drauf hast. Viertelfinale ist schon mal ganz, ganz toll, aber ich glaube, Semifinale ist durchaus in Reichweite. Alles Gute und liebe Grüße nach Tokio. Ah, Dankeschön. Wieder Grüße an Wien. Christian Gardosch kämpft somit morgen möglicherweise um eine paralympische Medaille. Eine haben wir ja bereits, nämlich eine Silbermedaille von Beppo Puch. Und wie er diese ersten Emotionen verarbeitet hat und wie es ihm mit diesem Edelmetall geht, das sehen wir jetzt. Ja, Beppo, noch einmal rückblickend. Gestern die Silbermedaille. Was ist da an dem Tag alles zusammengekommen? Ja, du warst einfach auf und ab der Gefühle. Bin rausgekommen. Denkt, ja, hoffentlich komme ich an die besten Hof. Und aber ich habe dann die Ergebnisse gesehen, wie der Sailors Blue alles wieder gut gemacht hat. Ich war am letzten Stelle und habe mich sozusagen von hinten wieder aufgearbeitet bis zum zweiten Platz und es war sensationell. Du hast das schon gesagt, der Erstplatzierte ist ein Ritter und kein Nocker, glaube ich, hast du gesagt. Du hast, glaube ich, ihm auch den Sieg vergönnt, oder? Absolut. Und wir sind Sportleute und der Reitsport. Man weiß genau, was das für den anderen auch heißt. Und man muss sagen, es sind so oft umgekehrt gewesen, dass ich gegen ihn weiter vorn war. Und dadurch ist es so, es ist einfach angenehm. Und wir sind sozusagen Mitstreiter, aber wirklich nicht Konkurrenten oder dass das ein Feind wäre. Die Silbermedaille, hast du schon eine Idee, was für einen Platz die bekommen wird? Ja, also ich glaube, die wird jetzt ziemlich früh herumtragen werden. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht damit, aber ich glaube, da ist neben London und noch Rio noch ein bisschen ein Platz dazu. Und vielleicht kommen ja noch weitere dazu. Kleiner Ausblick auf die kommenden Bewerbe. Wie schaut es da aus? Genau, wir reiten morgen den Teambewerb. Da werden wir schauen, wie es gehen wird. Wäre schön, wenn wir ein olympisches Diplom kriegen würden. Und dann werden wir schauen, wie es im Freestyle weitergeht. Aber eben, da ist da ein ziemliches Auf und Ab. Und da sind noch viele Dinge. Und da hoffen wir, dass unsere Pferde dann mitspielen. Heute hat der Sailors Blue sehr viel Großfressen kennen, hat es genossen, war da draußen unterwegs. Jetzt gehen wir noch einmal ein bisschen reiten und ein bisschen stretchen, also nicht arbeiten, sondern mehr locker machen und dann schauen wir weiter. Gratulation nochmal auch von unserer Seite hier aus dem virtuellen Österreichhaus. Wir finden diese Silbermedaille, die glänzt wie Gold. Was wird morgen passieren? Andreas Ehrenhofer über 150 Meter lagen im Einsatz. Christian Gardosch, wie bereits mehrfach erwähnt, heute im Viertelfinale und hoffentlich vielleicht auch im Semifinale des Tischtennisturniers. Andreas Onea über 200 Meter lagen im Einsatz. Rollstuhltennis-Doppel wird gespielt. Langmann und Flachs sowie Legner und Riegler werden da im Einsatz sein. Und Natalia Eder, das kann ganz, ganz spannend werden. Damen-Speerwurf ist angesagt, genauso wie Reiten, und zwar Teamtest to Music. Peppo Puch, Julia Schiancalapore und Bernd Brugger werden da im Einsatz sein. Und an dieser Stelle darf ich nur noch eines sagen. Unbedingt morgen wieder einschalten um 19 Uhr und unsere Athletinnen und Athleten anfeuern. Für Sie gibt es jetzt noch die schönsten Bilder des Tages, und zwar von unseren Athleten aus dem paralympischen Dorf. Viel Spaß und hoffentlich bis morgen.